Architekten Eifel, sagst du da auch was drüber? Liebe Freunde und Zuschauer, wir sind dabei, den nächsten Wanderstammtisch vorzubereiten. Sie werden staunen. Ich bin bei Jutta Speidel, die kennen Sie alle aus Tausenden von Rollen, großartige Schauspielerin, aber wir reden auch über ihr Lebenswerk. Das ist sensationell. Seit 24 Jahren kümmern Sie sich um obdachlose Kinder plus Mütter und sie hat zwei tolle Häuser gebaut. In eines durften wir rein. Bogen, ja, ich weiß noch nicht, ob es der richtige ist. Aber das ist ganz schön.